Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von mir. Heute gibt es mal wieder kein Tabak, sondern ein Kopf. Das ist der Sapphire Funnel. Ich zeige es euch schon mal vom Nahen. Ihr seht, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und ja, da können wir auch direkt mal in die Verarbeitung gehen. Guckt, der ist wirklich hier oben gleichmäßig. Auch unten, also ist gut, jetzt ist hier so ein kleines Loch. Ganz böse. Nein, natürlich nicht. Der Kopf ist wirklich sehr schön verarbeitet. Bis auf hier in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das Loch hier ist ziemlich unrund. Ist nicht gerade, aber das macht nichts. Wie ihr auch seht, ist das Loch tiefer als der Außenrand. Dadurch lässt sich der Kopf sehr gut ohne Mod rauchen. Und was ich sehr gut finde, da ich es einfach schon lästig finde, wenn ich für einen Kopf eine Mod benutzen muss, weil das bedeutet wiederum lästiges sauber machen. Ja, der Kopf kostet im Schnitt 12,50 bis 14 Euro, 13,95 oder so, je nachdem bei welchem Shop ihr bestellt und welches Angebot oder welche Angebote die Shops momentan haben. Ja, den Kopf könnt ihr normale Shiner-Head-Dichtung hier hinten drauf machen, klappt super. Kommen wir mal zur Waage, ich wiege den mal. Na? Der Kopf bringt 184 Gramm auf die Waage, also 180 Gramm wiegt er, nicht so schwer. Ist übrigens made in Germany, daher der Preis. Kommen wir mal zu den Maßen. Also wir haben ein Außendurchmesser von 8,8 cm, ein Innendurchmesser ungefähr von 7 cm. Ist, wie ich finde, sehr groß. Wir haben hier drin so ungefähr 2,2 cm Füllung. Und das Loch, wie hoch ist das? Das Loch ist ungefähr 1,5 cm, hat einen Innendurchmesser von 1 cm. So ungefähr. So viel zu den Maßen. Vorab, also ich empfehle euch die Sapphire Köpfe, sowieso gerade die Powerball und die Funnelball. Das sind wirklich zwei super Köpfe. Also wenn ihr mal einen neuen Kopf braucht, von denen kann man nicht genug haben. Ja, machen wir mal ein kleines Tabak-Setup. Ich werde da mal ein bisschen Tabak reinmachen. Zeige euch mal, wie das Ganze hier, ne? Rauchen werde ich gleich den Social Smoke Plum. Habe ich hier mal. So. Sehr unspektakulär. Oh, ist ein bisschen viel geworden. Reicht. So, die Reste von der Zange abmachen. Und ja, ich habe jetzt schon ziemlich viel Tabak drin. Also das sind jetzt ganze 9 Gramm sogar schon. Ihr könnt das Ganze natürlich mit viel, viel weniger Tabak rauchen. So mit 9 Gramm raucht ihr auch schon ziemlich lange. Da könnt ihr mindestens einmal noch Kohle nachlegen. So. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich fertig bin. Ging ein bisschen schnell, ein bisschen grob gemacht. So sieht das Ganze aus. Also wirklich, ich habe es bis zum Loch hingemacht. Könnt ihr natürlich auch weniger reinmachen. Also, ne. Ich habe es auch schon mit, ich glaube, 5, 6 Gramm geraucht. Geht wirklich super. Ja, zu der Lochung. Welche Lochung? Für mich kommen da eigentlich fast nur zwei Lochungen in Frage. Das ist einmal, Folie ein bisschen richten, die Rundlochung. Ja, das sieht man es. Also einfach zwei Reihen, zweieinhalb Reihen, je nachdem, im Kreis gelocht. Und einmal meine persönliche Favoritenlochung ist wie immer die Atomlochung. Einfach hier so im Atomzeichen. Da wo die Prikos hinkommen, lochen drei Luftlöcher. Das Ganze rauche ich eigentlich in der Regel immer nur mit drei Prikos auf dem Kopf. Das reicht völlig aus.
Ja, selbst einen Windschutz braucht man da kaum, weil es sich wirklich schnell anrauchen lässt. Und ich werde da mal Kohlen anmachen und dann sehen wir uns gleich. Ja, die Kohlen sind fertig. Der Kopf war gebaut, wie ihr vorhin gesehen habt. Ich habe die Atomlochung gewählt. Waren zwei lang etwas dickere Alufolie. Brauche auf der Shisham und ja. Wie ihr seht, es raucht ganz gut, vor allen Dingen ohne Mod. Die Alufolie hat gar keine Chance, das Loch zuzumachen. Und nochmal hier von mir, ich empfehle euch den Sapphire-Kopf einfach. Es ist made in Germany, es ist Handarbeit, er ist gut verarbeitet. Der Preis, ja, Preis-Leistung, würde ich sagen, ist eigentlich optimal. Ich habe jeden Kopf von Sapphire meistens doppelt, dreifach, weil die einfach optimal sind. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sehen wir uns zum nächsten Mal wieder.